Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Firebase Z den Strom und den Packer Punch aktivieren könnt. Und zwar Leute, lauft ihr hier lang, kauft diese Tür hier vorne auf Leute, da ist auch so ein blauer Pfeil oben, das weist euch auch noch so ein bisschen den Weg. Und hier oben auf dem Dach befindet sich ein Teleporter, den benutzt ihr einmal. Und jetzt, Leute, müsst ihr drei Reaktoren aktivieren. Einmal hier links, dann gibt es einen hier rechts und einen hier hinten. Wir fangen mal an mit dem linken. Ich zeige euch, wie ihr da hinkommt. Ihr kauft diese Tür auf, lauft die Treppen hier hoch, hier rechts entlang und dann kauft ihr die blaue Tür auf. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr nach unten und aktiviert den Reaktor. So, Leute, was ihr jetzt machen müsst, hier sind drei Teile, die ihr beschützen müsst. Und ihr müsst hier die Zombies töten, um den Reaktor aufzuladen. Das Ganze macht ihr dreimal, Leute. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr noch zu den anderen zwei Reaktoren kommt. Für Reaktor Nummer 2 kauft ihr diese Tür auf, Leute. Lauft an den Zelten vorbei. Und zwar nach rechts. Hier hoch. Kauft diese graue Tür auf. Und wenn ihr hier runterspringt, habt ihr den Reaktor. Und hier macht ihr wieder dasselbe. Kommen wir nun zu Reaktor Nummer 3. Und zwar kauft ihr hierfür diese Tür auf. Lauft einfach hier durch, Leute. Und rechts die blaue Tür. Wenn ihr das gemacht habt, lauft ihr hier links entlang. Und ihr habt schon den Reaktor. So. Hier tötet ihr auch wieder alle Zombies, bis euer Reaktor voll aufgeladen ist. Danach geht ihr hier wieder in die Mitte zum Helipad. Nimmt den Teleporter zum Spawn. Hier springt ihr runter, Leute. Passt auf, hier kommt ein Boss-Zombie. Aktiviert euren Feuerring, tötet ihn ganz schnell. Und wenn ihr dann wieder hier hinkommt, aktiviert sich Packer Punch. Noch ein kleiner Tipp, Leute. Links in den Raum befindet sich der Automat, wo ihr alle Perks holen könnt. Und ja, das war's dann mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch einen Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.